möchte euch heute ein paar sehr günstige Firestarter Kits vorführen. Als erstes hier das Mora mit eingebauten Feuerstahl. Das ist natürlich nicht ganz so billig, aber trotzdem sehr günstig. Circa um die 25 Euro. Wesentlich günstiger ist dieses kleine Starter-Kit, das ich zusammengestellt habe. Und hier präsentiere ich den kleinsten Magnesium-Feuerblock, den es gibt. Ein Bleistiftspitzer aus Magnesium um 50 Cent. Und dass man mit dem Feuer machen kann, werde ich jetzt beweisen. Ich nehme so eine Ersatzklinge von einem Cuttermesser und schabe jetzt von dem Bleistiftspitzer einige Späne Magnesium ab. Ja, ein paar mache ich noch. Diese Ersatzklingen sind ein perfekter Schaber für Magnesium. So, jetzt braucht man natürlich noch einen Mischmetallfeuerstab. Und voilà, brennt wie ein echter Magnesiumblock. Außerdem kann man diese Husch-Naturanzünder noch als Zunder verwenden. Schaut euch was an, das brennt sich voll durch. Bei diesem Naturzünder handelt es sich nur um reines Holz und Wachs. Brennt genauso gut wie Fatsticks oder Meiersticks. Auch hier ein Strike und brennt schon. Das ist nicht so gut. Eieiei. Wenn das die Frau sieht. Eieiei. Beides kann man sehr leicht in diesem kleinen Schächtelchen unterbringen und sehr leicht einstecken. Da ist noch Platz für ein paar andere Sachen, die man noch reintun kann. Auch der Strecker hat noch Platz. So. Eine noch billigere Möglichkeit ist normale Zünder, Zündhölzer mit den Flächen in so eine Fotodose, wasserdicht einigermaßen, ebenso kann man auch solche Lutschtablettenröhrchen verwenden. Hier dasselbe Prinzip mit Klingen als Schaber und Husch-Naturanzünder.
Was man natürlich noch dazugeben sollte, wäre ein Feuerstahl und schon zack hat man wieder eine wasserdichte Feuerbox. Ein ähnliches System ist dieser Ersatzklingenbehälter, in den kann man dasselbe reintun. Ich habe da noch eine Sägeklinge, eine abgebrochene, mit der kann man wunderbar aufrauen und den Zunder leichter brennbar machen. So, das alles hier verstauen. Und natürlich noch den Feuerstahl dazu. Und zack, ist die letzte meiner Feuerboxen fertig. Also wer einen Spitzer zu Hause rumliegen hat, hat auch einen Ersatz- oder Notmagnesium-Feuerblock. Das war's. Auf Wiedersehen.